So, da bin ich wieder. Alrighty. Was, also Misano und, oh shit. Misano und Mount Panorama habt ihr euch gewünscht, ja? Gut, dann machen wir jetzt Misano und Mount Panorama. Anhand dieser, oh nee, das wollte ich nicht. Anhand dieser gehen wir quasi, gehen wir mal die Strecke durch. Wie lerne ich die Strecke? Also erstmal, wenn ihr keine Safety, wenn ihr keine Setups habt, könnt ihr immer am Anfang erstmal das Safety Preset laden. Reifen können wir gleich machen. Und dann kann man erstmal, wenn man die Strecke auf Optimum fährt, finde ich, also so habe ich immer angefangen, wenn man Strecke auf Optimum fährt, wir fahren jetzt mal eine Außenansicht, kann man Folgendes tun. Also wir fahren jetzt einfach mal raus. Oh, das ist sehr ungewohnt. Wir fahren mal aus der Boxengasse raus, ziemlich langsam. Und dann fahren wir einfach mal kurz eine Runde auf der Strecke. Und dann gehen wir das mal durch. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also es gibt Leute, die gucken sich ein YouTube-Video an. Mavix hat keine Zeit, er kommt, wenn, dann erst später dazu heute. Andi. Stulzen, kannst du mal den Titel bitte anpassen? Das wäre super lieb. Also du kannst dir ein YouTube-Video angucken, um eine Strecke zu lernen. Wovon ich persönlich immer kein großer Fan bin. Weil jeder hat so seinen eigenen Fahrstil und seine eigene, seinen eigenen Fahrstil und seine eigene Linie. Deswegen bin ich immer ein Freund von selber das rauszufinden. Was man natürlich auch machen kann, wenn man sie grundlegend erstmal beherrscht, die Strecke. Man könnte sich einen Fahrer suchen, der dein Auto fährt und eventuell ein, zwei Tricks abgucken. Das mache ich, erkläre ich gleich nochmal an einem Beispiel, wo ich das gemacht habe. Das könnt ihr mich dann gleich nochmal fragen. Ich persönlich gehe immer so ran, eine Strecke zu lernen. Ich. Also ich fahre erstmal die Strecke und dann gucke ich mir alles an, was hier so auf der Strecke passiert und los ist. Und dann sieht man zum Beispiel, wenn man im Optimum Grip fährt, dass hier vorne zum Beispiel, ich kann euch das gar nicht zeigen, aber da vorne seht ihr jetzt einen dunklen Streifen, der sich abhebt von der eigentlichen Rennlinie. Das ist eigentlich immer ein sehr, sehr guter Indikator für einen Bremspunkt. Nicht überall, aber an manchen Stellen. Das heißt also, wenn ich mir das jetzt hier ansehe, kann ich ungefähr rausfinden, dass hier ein Bremspunkt ist. Das heißt, für mich als Indikator nach der Boxengasse, das ist jetzt, warte mal, T1, 2, 3, 4, T4, ist hier der Bremspunkt. Das heißt, ich kann dann hier quasi mir das merken, erstmal, also optisch, visuell. Dann kann ich hier erstmal durchfahren, dann gucke ich mir das alles so an und dann fahren wir nachher ein Stückchen schneller. So, dann fahre ich hier durch, gehe in die nächste Kurve rein. Und dann sehe ich ja auch überall den Abtrag, zum Beispiel hier in den Kurven auf den Curbs. Und dieser Abtrag im Optimum bedeutet in der Regel eigentlich, dass da Leute rüberfahren. Weil das muss ja, die Verfärbung muss ja irgendwo herkommen. Das heißt also, ich müsste hier in dieser Kurve von außen nach links fahren. Als Indikator für mich. Also ich rede jetzt nur so, wie ich das quasi mache. So, dann fahren wir zur nächsten Kurve. Hier wirst du wahrscheinlich voll raus beschleunigen können. Das ist eine gute Idee. So, dann fahre ich hier hin und dann kann ich sehen, was habe ich denn jetzt hier? Dann gehen wir mal in die F7 Cam. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Also fahre ich jetzt, kann ich mich bewegen? Pfeiltasten? Ja. So, dann kann ich mich hier bewegen. Wie konnte ich nochmal schneller machen? So. Genau. Oh. Dann sehe ich hier vorne, dass hier, also hier, der Asphalt ein bisschen dunkler wird. So. Und dann ist bei mir ist das so drin, dass sowas, also mittendrin, nicht in allen Kurven da ein Bremspunkt ist. Das heißt also, ich suche mir die nächstmögliche Marke visuell, die wirklich ein Bremspunkt sein kann, wo ich bremsen kann. Das wäre also hier. Das heißt also, ich könnte für mich jetzt lernen,
dass von hier nach da irgendwo die Bremszone ist. Wenn du nachher, wenn du später bremsen kannst, was ja vorkommen kann, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wird es wahrscheinlich irgendwo hier sein. Aber grundsätzlich kann man jetzt erstmal für sich selber rausfinden, dass von hier bis da ein Bremspunkt ist oder eine Bremszone. So. Wie wir das alles anbremsen, werden wir gleich rausfinden. Das heißt, wir fahren weiter. Dann kann man in die nächste Kurve reinfahren. Hier sieht man auch sehr gut, wo die Rennlinie ist. Weil sie ja sehr dunkel ist. Ne? Also hier. Und die meisten Leute beschleunigen dann so raus. Und fahren dann hier hin. Wir fahren mal weiter. In die nächste Kurve. Und dann hier wird es zum Beispiel ein bisschen schwieriger. Das ist eine etwas schwierigere Kurve, weil hier hat man keinen Indikator. Hier ist alles ein bisschen dunkler. Ne? Also F7. Ach so, geht ja nur mit Pfeiltaste. Ah, oh, jetzt sind wir aber schnell. Oh, warte, mach mal langsamer. Hier. So, jetzt haben wir hier auch wieder, hier wird es hier vorne, also hier wird es ein bisschen dunkler. Aber das kann ja auch nicht die Bremsmarke sein. So, dann nehme ich für mich als Indiz, hier vorne, also hier, beginnen die ganz dunklen Spuren. Das heißt, also hier hat schon mal irgendeiner volle Esse in die Bremse reingezimmert. Das heißt, da irgendwo, also hier in diesem Bereich, muss irgendwo ein Bremspunkt sein. Also merken wir uns auch an der Stelle, dass hier irgendwo ein Bremspunkt ist. Und dann kann man ja auch die Linie visuell verfolgen, dass sie von hier gehen. Und dann geht sie hier rum. Und dann sieht man ja auch die Verfärbung, also ganz leicht, dass hier kaum einer einen Körb mitnimmt. Also außer hier so ein kleines Stückchen, aber nicht so viel. Und dann kann man der Rennlinie quasi folgen. Warum macht er immer das Auto aus auf F7? Und das, wie gesagt, ist die, also das ist die Variante, die, wie ich am Anfang Strecken gelernt habe, was aber auch ein übelster Pain in the Ass ist. Also ich sag mal, ein YouTube-Video gucken ist einfacher und schneller. Darauf gehen wir gleich ein, Boris. Wir gehen jetzt einfach nur einmal rum und dann sprechen wir mal kurz über wichtige Dinge. Also was dann technisch nachher wichtig ist. So, das heißt, wir können hier raus beschleunigen. Wir können hier raus beschleunigen. Dann fahren wir quasi hier außen. Dann sieht man ja auch, hier cutten die Leute viel rein. Das Körb wird mitbenutzt. Nee, Mizi. Nee. Und dann... Mizi, geh mal runter. Und dann haben wir das hier. Dann haben wir das hier. Dann haben wir diese Stelle. Und hier kann man auch sehen, dass die Außenbahn sehr, sehr dunkel ist. Aber hier gibt es nicht wirklich einen Bremspunkt. Hier gibt es nicht wirklich einen Bremspunkt oder einen Anhaltspunkt, den man jetzt quasi nutzen könnte ad hoc, wo man sieht, okay, hier ist der Wechsel von sehr, sehr mittlerem Grau in ein sehr dunkles Grau bis Schwarz. Das heißt also, was man, wenn man sich das hier anguckt, könnte man sagen, das könnte dieser Strich sein. Könnte. Das ist jetzt von Fahrer zu Fahrer abhängig. Manche Leute bremsen hier, andere bremsen da und andere bremsen noch später. Das muss man dann für sich selber rausfinden, wo man seinen visuellen Punkt hat. Also beim Strecke lernen und verinnerlichen geht es immer darum, einen visuellen Punkt zu haben. Und dieser visuelle Punkt, der darf niemals von der Strecke verschwinden. Den müsst ihr im Hellen sehen und im Dunkeln müsst ihr den sehen. Das heißt zum Beispiel Schilder sind keine guten Punkte. So. Also nehmen wir mal den Strich hier als Anhaltspunkt. Und dann sehen wir ja auch da vorne, dass die Strecke, dass die Kurve hier sehr dunkel ist. Das heißt ja auch, dass Menschen dort rüberfahren. Also der Indikator ist gegeben, dass Leute die Kurve sehr, sehr eng fahren. So. Muss schon unterscheiden. Das heißt also, wir fahren dann hier rein und nehmen die Kurve sehr, sehr eng. Und dann kommen wir zu diesem Punkt hier. Und hier zum Beispiel ist das auch wieder ein sehr, 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 sehr guter Punkt, den man visuell sofort einfangen kann. Weil hier, und das ist für mich auch mein Indikator, wenn wir jetzt hier hingehen, sieht man den Übergang von dunkel, sieht man den von Mittelgrautönen bis in dunkle Grautöne.
Das heißt also, man könnte sich als visuellen Punkt, den man sich einprägen kann, entweder diese Marke nehmen, also diesen Wechsel vom Asphalt, oder man nimmt sich diesen Punkt, also diese weiße Linie hier, und sagt sich, wenn ich diese sehe, muss ich danach die Bremse drücken. Also wenn ich quasi dran vorbeigefahren bin, in die Bremse reintreten. Wir reden noch nicht von Gänge, wir reden noch von, also wir reden nicht von Gängen, wir reden nicht von wie stelle ich das Auto an, sondern nur, wo sind die Punkte, die ich visuell wahrnehme, die ich mir einprägen muss. So, also nehmen wir diesen Strich als Indikator dafür, dass wir wahrscheinlich mal bremsen müssen. So, dann fahren wir in die Kurve rein. Wie gesagt, wir reden noch nicht davon, wie und was und warum und weshalb. Das machen wir gleich. Hier sieht man außen, sieht man auch wieder noch ein bisschen Schmuddelkram. Das heißt, dass Leute sich sehr weit raustreiben lassen. Ne? Das kann man da hier an der Stelle auch sehen. Das heißt, man kann die ganze Strecke nutzen. Ist auch immer, also sehr oft ein sehr guter Indikator dafür, wo die Cuts losgehen. So, hier sieht man zum Beispiel auch, hier gibt es nicht wirklich irgendwie eine Bremszone oder einen Bremspunkt, aber hier ist es sehr dunkel. Also bis auch hier rein ist es sehr dunkel und da gab es Abrieb von den Reifen. Das heißt, die Leute fahren hier auch sehr, sehr eng. Dann fahren wir weiter in die nächste Kurve. Und hier vorne, wenn ihr jetzt mal schon nach vorne schaut, einfach die Straße runter, kann man den Bremspunkt schon sehen und erahnen. Oder die Bremszone. Weil man von hier schon, also auch im Dunkeln, den Übergang sieht von grau in dunkelgrau. Das heißt nur, dass sie bremst, das ist die Zone. Also da bremst man, natürlich ist das nicht dein Bremspunkt, aber es ist die Zone, in der du bremsen kannst. So, das heißt, wir fahren mal vor und dann hätten wir jetzt hier vorne den Übergang. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht extra mit F7 beschreiben, aber ich, na gut, ich mach's mal trotzdem. Du hast jetzt hier den Übergang, also von hier nach da, der von Mittelgrautönen in Dunkelgrautöne gehen. Und dann kannst du für dich selber als visuellen Marker, kannst du nehmen, das 50-Schild. Würde ich aber nicht empfehlen, weil das weg ist irgendwann. Also Schilder sind immer schwierige Indikatoren, weil die halt auch weggefahren werden können. Das heißt also, was hätten wir hier also für einen Punkt, der uns das möglich macht, da zu bremsen? Jetzt könnte man pfiffig sein und sagen, okay, wenn das weiße Stück hier vorne, also das hier, wenn das aufhört und quasi das dunklere, graue Stück kommt, da muss ich wohl in die Bremse gehen. Ganz einfach. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie anfangen zu bremsen und dann geht das von hier vorne bis dahin ist irgendwo die Bremszone. Was man machen könnte, wäre auch genau, das hat Kunos, aus welchen Gründen auch immer, an manchen Stellen stehen auch Streckenposten oder so wie hier zum Beispiel, wenn das dein visueller Punkt ist, könntest du den Reifenstapel nehmen. Es gibt vielerlei Dinge. Du könntest hier an der Seite, könntest du auch den Streckenmarker, den Marshall könntest du auch verwenden. Der ist auch ungefähr so auf der Höhe. Aber Schilder sind immer schwierig. Also mein Bremspunkt zum Beispiel ist hier. Und ich spreche auch gleich mal darüber. Also ich fahre gleich mal eine schnelle Runde und dann gehen wir das durch und dann sage ich euch, was in meinem Kopf passiert. Aber da geht es dann um die Technik. Wir fahren jetzt gleich mal eine Runde, normale Geschwindigkeit, und arbeiten das dann alles auf. Also wir machen mehrere Durchläufe und daran erkläre ich euch das dann. So, das heißt also, ich weiß hier irgendwo in dieser Gegend muss mein Bremspunkt sein. Die Rundenzeit ist auf jeden Fall noch zu toppen. Hier sieht man auch wieder, es ist super, super, die Curbs sind unfassbar dunkel. Das heißt, Leute müssen da drüber gefahren sein. Das heißt, diese Kurve kannst du sehr, sehr eng fahren und kannst auch das Curb mitnehmen. Dann siehst du hier außen auch, ist der Abrieb hier auch auf dem Curb. Das heißt, auch Leute lassen sich sehr weit raustragen. Was oft für mich persönlich, also für mich, ein Indikator ist, dass die Kurve ziemlich schnell ist. Weil wenn Leute richtig rein donnern und sich sehr weit raustragen lassen, ist das oft ein Indikator dafür, dass die Kurve schnell genommen wird. Für mich. Ne? Also so, ich sag's ja extra, sind ja meine Indizien. Von hier zum Beispiel, wenn wir jetzt hier schon sind, ich weiß nicht, ob ihr das visuell bei euch auf dem Bildschirm schon sehen könnt, aber ich sehe jetzt schon da vorne die Verfärbung auf dem Asphalt. Was für mich wieder ein Indikator ist, wo ich hier schon anfange, meinen Kopf zu sagen, da vorne muss ich bremsen. So, wenn ich jetzt weiterfahre, also bin ich schon bereit, diesen Punkt einzufangen.
für euch auch mal als Indiz, wenn ihr manchmal seht, dass ich hinter jemanden rausziehe oder mich irgendwie ein bisschen weiterstelle, ist das für mich nur, damit ich den Bremspunkt sehe. Weil ein Fahrzeug vor dir ist kein guter Indikator für eine Bremse. Weil der kann anders bremsen, der kann später bremsen, der kann früher bremsen, länger bremsen, halb bremsen, ganz bremsen. Deswegen für euch selber, wenn ihr diese visuellen Punkte habt, versucht sie immer einzufangen und darauf zu achten. Achtet nicht auf den Vordermann an solchen Dingen und orientiert euch nicht an dem Vordermann, sondern orientiert euch an den Punkten. Und der Rest, den kannst du dann immer wieder anpassen. Weil am Anfang müsst ihr euch diese Punkte einprägen, dass, wenn ihr sie nur seht, nicht nachdenkt, sondern der Körper das automatisch macht. Fahren wir weiter. So, also sehe ich jetzt hier vorne, sehe ich schon die Verfärbung. Man könnte tagsüber, könnte man vielleicht auch so ein bisschen als Vorbereitung diese Schattierung nehmen von der Überführung. Das ist aber viel, viel zu früh. Sieht man auch, ist noch Platz. Das heißt also, wenn wir das sehen, Bremszone kommt gleich. Und dann fahren wir hier hin und dann haben wir hier wieder die Verfärbung. Jetzt könnte man, jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Autos, unterschiedliches Bremsen, unterschiedliche Rennlinien. Und hier kann man halt für sich selber auch wieder feststellen, wo die Bremszone denn nun wirklich ist. Also hier kann man auch wieder anhand der Verfärbung des Asphaltes sehen. Also von hier nach da wird es dunkler. Und dann kann man schon wieder feststellen, aha, hier ist eine Marke, hier ist ein weißer Strich auf dem Boden, das 50er-Schild. Hier an der Seite rechts ist auch so ein weißes Ding. Oder wir nehmen den LKW da drüben, der ist auch auf derselben Höhe. Wie auch immer, was dir am besten und sofort auffällt. So, das heißt, wir haben den Punkt dann auch wieder. Oh, falsche Taste. Das heißt, wir haben den Punkt dann auch für T1. Wir reden, wie gesagt, noch nicht über Gänge und auch noch nicht über Gänge, Geschwindigkeiten, wie man Kurven anfährt. Und hier zum Beispiel ist das ziemlich schwer. Also hier ist eine Kurve, die ich immer gerne beschreibe als Learning by Doing Kurve. Hier muss man sich halt rantasten. Weil hier gibt es keinerlei, finde ich persönlich, das kann jeder anders sehen, aber für mich gibt es hier keinerlei Indikatoren, ab wann wo hier was gebremst wird. Weil dieser Übergang, den hier, von hier bremsen, ne, also der Übergang von da nach da grau, der fällt beim Fahren nicht auf, weil hier sehr viel passiert in der Kurve, sehr viel Gewichtsverlagerungen passieren und das nicht wirklich ins Gewicht fällt. Für mich visuell. Das heißt also, Learning by Doing, musst du dich selber irgendwie versuchen, an diese ganze Thematik dann ranzutasten. Was man hier aber wieder sagen kann, das Curb ist ziemlich dunkel, also hat sehr viel Abrieb gehabt. Ergo kannst du schauen, dass du sehr eng fährst, diese Kurve. So. Und dann bist du die Strecke also durchgegangen. Gibt es dazu erstmal so Fragen zu diesen visuellen Punkten? Hat jemand dazu eine Frage? Weil sonst gehen wir ins nächste Kapitel über. Darf ich aufs Klo? Du darfst aufs Klo. Gut, so, dann fahren wir das jetzt mal wirklich ganz gemütlich und ganz geschmeidig fahren wir das an. Wir haben jetzt natürlich kalte Reifen. Wir haben kalte Reifen, die sind sehr, sehr kalt. Und dann fahren wir hier erstmal drauf zu. Jetzt haben wir hier den Punkt, haben wir gesehen, gehen in die Bremse. Volle Bremse und fahren hier rein. Dann gucken wir, was hier geht, bis das Auto übersteuert. Gehen hier nach außen, nehmen dasselbe und fahren das ganz langsam ab. Also wirklich super, super, super langsam. Kein Stress, keiner drängelt. Und dann gucken wir hier, Bremspunkt haben wir gesehen, reinbremsen. Und dann gucken wir immer, dass das Auto vernünftig steht, einigermaßen. Und dann fahren wir weiter. Nächstes Stück. Hier haben wir auch gesagt, hier bremsen, in die Bremse treten, so ein bisschen auf der Ideallinie bleiben. Gucken, dass man das Auto durchkriegt, war zu schnell, hat geschoben, sollte man sich einprägen. Kommen wir gleich dazu, Joker. Machen wir alles Stück für Stück. Merkt ihr die Frage? Kannst du gleich nochmal stellen. So, dann fahren wir hier lang. Hier haben wir uns auch gemerkt, da vorne der Strich. Siehst du, der Strich war zu spät. Also haben wir es verkackt.
Was überhaupt nicht schlimm ist. Das ist überhaupt nicht wild. Wir müssen uns daran tasten, an das Ganze. Weil wir müssen ja auch das Auto kennenlernen. Hier haben wir auch gesagt, wir bleiben auf der schwarzen Linie. Da vorne ist das 50er-Schild. Anpeilen, sehen, Bremse drücken, gucken, was passiert. Okay, Gang 3 ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Gang 2. Und dann fährst du erstmal Runde über Runde über Runde und gehst die Punkte durch. So, dann haben wir den hier. Treten wir in die Bremse. Fahren hier auf das Curb drauf. Hier müssen wir testen. Und dann gehen wir schön langsam das ganze Ding durch. Immer Stück für Stück. So, hier, den Bremspunkt haben wir vorhin getroffen. Der war ganz okay. Können wir hier reinfahren. Immer schön versuchen, auf der Linie zu bleiben im Optimum. Vielleicht zwischendurch mal lupfen, dass das klappt. Und hier weiter. Und dann gehst du das immer schön Stück für Stück immer langsam durch. Jede Runde. Und dann versuchst du schneller zu fahren. Dann versuchst du später zu bremsen, früher zu bremsen, gucken, dass das Auto sich verhält. Hier lässt sich wieder reinfallen, fährst du wieder rum. Und dann prägst du dir die visuellen Punkte einfach ein. Kannst du ein bisschen Kaffeefahrt machen. Hier genau dasselbe. Die ersten Runden schön geschmeidig bleiben. Schmeißt dich wieder in die Kurve. Hier merkst du auch, okay, Auto schiebt ein bisschen, übersteuert. Vielleicht war die Geschwindigkeit nicht richtig. Nächste Runde ein bisschen anpassen. Dann fahren wir hier auf die nächste Kurve zu. Hier haben wir, merken wir uns, wir haben vorhin zu spät gebremst. Haben wir wieder zu spät gebremst. Hat wieder nicht funktioniert. Müssen wir also nächste Runde auch wieder noch ein bisschen anpassen. Oder vielleicht mal langsamer fahren. Hier genau dasselbe. Hier hat ja alles gepasst. Hier fahren wir rüber. Und dann gehen wir hier rein. Haben wir wieder das Schild. Hier haben wir gesagt, dritter Gang ist zu viel. Wir wollen es da außen treiben lassen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dann fährst du die nächste Runde. So, dann trittst du hier wieder in die Bremse. Dann guckst du, dass du hier einigermaßen durchkommst. Das klappt alles ganz gut. Bei der Kurve machen wir uns hier keine Sorgen. Die haben wir schon drinne. Nehmen wir wieder den Strich, rein in die Bremse und rum. Lassen das laufen. Und dann stellen wir das Auto so hin, dass das hier reinpasst. Und dann fahren wir Stück für Stück. Jede Runde hangeln wir uns daran, bis wir merken, okay, wir beherrschen das Auto. Das bedarf am Anfang sehr viel Zeit. Das ist aber auch, kann ich euch gleich sagen, die ersten zwei, drei Strecken sind wirklich ein Pain in the Ass. Die ersten zwei Strecken sind ein Pain in the Ass, weil du einfach, du musst Autofahren lernen. Weil dieses Autofahren hat mit deinem realen Autofahren nichts zu tun. Also nicht wirklich. Das heißt also, man darf am Anfang nicht verzagen. Also wenn ihr jetzt nicht gleich hier eine 1,37 schafft oder was weiß der Geier, was ihr für Zeiten schaffen wollt, dann ist das nicht schlimm. So, hier haben wir zweimal die Tricks nicht getroffen, Bremse ein bisschen früher. Hier haben wir den Punkt vorhin ja gesetzt. Das hat gut funktioniert, sind wir durchgekommen. Ich beende gleich den Satz, Moment. So, hier ist wieder die 50er-Marke. Und dann gehen wir hier durch. Passt das in der Kurve. Dritter Gang. Könnt ihr euch auch, bei den Kurven könnt ihr euch merken, wenn ihr in manchen Kurven merkt ihr das, wenn das Auto zu niedrig tourig ist. Und das nicht wirklich. 1,43, schnellste Runde. Wenn ihr merkt, dass das Auto zum Beispiel aus der Kurve zu niedrig tourig rauskommt, könnt ihr einfach runterschalten. Also kannst du ein bisschen runterschalten und dann lässt du gucken. Das ist vom Auto abhängig. Wo ich das gerade von Crazy Tom sehe, bei manchen Autos ist es so, dass sie hochtourig anfangen zu rutschen. Also das kann man, in manchen Kurven kann man das sehr gut beobachten, dass wenn du im zweiten Gang fährst, schiebt das Auto extrem rum und ist super unruhig durch die hohen Drehzahlen. Wenn du aber niedrige Drehzahlen hast, hast du dieses Problem nicht. Da kommen wir zu einer Technik, darüber sprechen wir gleich nochmal. Das nennt sich Shortshiften, da könnt ihr mich dann gleich nochmal drauf hinweisen, okay? Und so fahren wir jetzt alle unsere Runden. Also so hangelt ihr euch durch. Es dauert manchmal, also ich fahre heute noch, wenn ich zum Beispiel, jetzt gestern bin ich Bratwurst gefahren. Ich bin gestern im Bratwurst 30 Runden gefahren, um eine einigermaßen okayische Zeit zu fahren. Also es wären hunderte Runden, außer ihr seid super Naturtalente, das gibt's auch.
ich gehe ja nur von mir aus, ne? Also ich spreche von meiner Erfahrung, die ich gemacht habe. Es dauert hunderte Runden, bis du das auf die Kette kriegst. Und du wirst auch am Anfang wirklich Schwierigkeiten haben, diese Pace zu fahren. Und du solltest dich nicht an super, super schnellen Fahrern orientieren. Also Mabix zum Beispiel oder Michel oder Basti, also Unicorns of Love, sind super schnelle Fahrer, aber an denen könnt ihr euch nicht orientieren, weil die funktionieren wie ein Uhrwerk. Also da greift jedes Zahnrad greift ineinander und der Körper macht das von ganz alleine, weil die so viel gefahren sind, dass die können theoretisch so fahren. Also sie haben nur die Augen auf, damit sie wissen, wo sie hinlenken müssen. Und damit könnt ihr euch am Anfang nicht vergleichen. Am besten ist es, ihr habt irgendwie Freunde, die auf eurem Skill-Level sind, ne? Die auf eurem Skill-Level sind und mit denen ihr gemeinsam dann, mit denen ihr dann gemeinsam quasi Runde über Runde vielleicht trainiert. Gemeinsam fahren ist übrigens auch ein sehr gutes Stichwort. Zum Beispiel Tandem fahren ist ein sehr guter Punkt, wenn jetzt beispielsweise, sagen wir einfach mal, deine Teamkollegin ist schneller als du, kann sie hinter dir fahren und schiebt dich quasi an. Dass du immer versuchst, vor ihm Sternchen wegzufahren oder auch andersrum. Das ist auch eine Möglichkeit, gemeinsam zu lernen. Aber die Basics sind erstmal, euch visuell einzuprägen, was auf der Strecke passiert. Und das ist das A und O. Weil je mehr ihr das im Unterbewusstsein eingespeichert habt, wo diese Marken sind, wo ihr bremst und wie ihr lenkt, desto mehr könnt ihr euch auf alles, was drumherum ist, konzentrieren. Weil wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr seht da vorne das Schild, dann wisst ihr, da müsst ihr bremsen. Das weiß euer Körper aber unterbewusst. Das heißt, ihr müsst super, 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 super viel fahren, bis das eingespeichert ist. Also Rennfahren ist, Rennfahren oder sagen wir mal Schnellrennfahren, ist sehr viel Unterbewusstsein und Körper macht alleine. Sehr, sehr viel. Und wie gesagt, am Anfang einfach losfahren. Such dir dein Lieblingsauto aus, wo du Bock drauf hast. Also es gibt Fahrzeuge, die sind ein bisschen, sage ich mal, freundlicher im Handling für den Anfang. Also ich bin nicht so der Mensch, der Menschen abrät, davon den Porsche zu fahren beispielsweise, weil Porsche ist ein Riesending in good old Germany und jeder möchte mit Porsche anfangen. Porsche muss man aber wirklich einen Willen zum Beispiel mitbringen. Man kann das machen und das ist vollkommen legitim, aber du brauchst sehr viel Willen, Mut und Durchhaltevermögen. Selbiges gilt für Audi oder vielleicht auch Ferrari. Es gibt Autos, die sind sehr deprimierend, wie zum Beispiel Jaguar, Honda, Nissan, weil da muss man schon ein bisschen mehr können. Für diese Fahrzeuge. Also man muss ein paar Sachen kompensieren. Wenn du jetzt beispielsweise den Aston nimmst, den Aston kann ich noch mich mal an Stan erinnern. Der hat mir nämlich ganz am Anfang sind wir ganz viel Lexus gefahren, was übrigens auch ein angenehmes Ansteigerauto ist. Der Aston zum Beispiel ist auch ein sehr ruhiges Auto. Der verzeiht dir sehr viel. Der verzeiht dir Bremsfehler, Lenkfehler. Der ist nicht so unruhig auf dem Hintern. Und macht es dir ein bisschen einfacher auf der Bremse und auf dem Gas. Weil der ist nicht so ruppig und so agil. Im späteren Verlauf, wenn du mehr gefahren bist und Strecken besser beherrschst, kannst du unruhigere Autos fahren, weil du dich darauf konzentrieren kannst, diese Unruhe auszugleichen. Für den Anfang, du kannst jedes Auto fahren. Nicht jeder muss Aston fahren. Und das ist vollkommen legitim. Man kann sich einfach den Anfang vielleicht ein bisschen angenehmer gestalten. Außer man ist natürlich der Superrennfahrer und sagt sich so, ey, weißt du was, ich hau rein. So habe ich gestartet. Ich habe mir irgendein Auto rausgesucht, worauf ich Bock hatte und habe sehr lange gebraucht. Also ich bin wirklich super, super, super lange gefahren. Und ich hätte das alles abkürzen können und schneller haben können, indem ich mir ein anderes Auto suche. Tandem gefahren wäre, hätte ich viel, viel, viel schneller was gelernt. Aber die Basics sind immer
über die Strecke gondeln, langsam Bremspunkte suchen, Stück für Stück schneller fahren, deine Bremspunkte anpassen und so, dass du immer, also immer pro Runde immer schneller wirst und die ganze Sache für dich immer ruhiger und vernünftiger zu handeln wird beim Fahrzeug. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich werde mal ganz kurz, wir fahren jetzt mal eine ganz schnelle Runde. Also meine schnelle Runde, nicht ganz schnelle Runde, meine schnellste Runde. Und dann gehen wir diese Runde mal durch und dann sprechen wir mal über Techniken, wenn du schneller wirst. Ne? Also am Anfang sage ich euch so, wie es ist, fährt mal ein bisschen Kaffeefahrt. Und ich werde mir jetzt auch die, ich werde mir jetzt auch die Mühe machen und ich fahre mit dem Standard-Setup. Also ich werde meins nicht laden. Ich werde nicht aggressiv fahren. Ich fahre jetzt einfach Safety und damit fahre ich eine schnelle Runde. Also ich lade jetzt nicht das, was ich normalerweise fahre, sondern ich lade jetzt hier Safety mit dem Wagen. Ich lasse auch alles so. Reifendrücke sollten eigentlich passen. Und dann fahren wir damit mal raus. Und dann machen wir mal eine Runde und dann gehen wir die mal im Replay durch. Und dann sprechen wir mal so ein bisschen über Map 5. Okay. Vielleicht sollten wir... Okay, wir lassen Map 5. Wir lassen das Safety Preset. Wir lassen das einfach drin. So, und dann fahren wir damit jetzt einfach mal raus hier. Und dann donnern wir mal eine Runde. So, Bremspunkte haben wir jetzt, ja durch. Das ist ja witzig. Okay. Okay. So, dann wissen wir hier vorne der Strich. Hämmern wir in die Bremse rein. Das ist natürlich jetzt bei mir schon ein bisschen Erfahrung, welche Gänge und wie ich das anfahren muss. Aber wir fahren das mal durch, damit wir uns das im Replay angucken können. Und ich möchte extra nochmal dazu sagen, ich fahre auch nicht alles perfekt. Also ich fahre keine World Record Zeiten und bin auch nicht der schnellste Dude der Welt. Aber ich sag mal so, gute Mittelfeld Pace fahren wir schon. Also da ist auch bei mir noch super, super viel Luft nach oben. Aber hier habe ich zum Beispiel zu spät gebremst. Das hätte ein bisschen früher sein können. So, dann knallen wir jetzt mal eine Runde und dann gehen wir die mal durch. Und danach fahren wir nochmal eine ganz, ganz schnelle Runde mit meinem Setup. Und dann... Das ist ja interessant hier, das Setup. Ich konzentriere mich auch mal ganz kurz ein bisschen. Das ist doch anders als sonst. Aber also Mapping 5 ist ja richtig interessant. Schumbi, moin, ich grüße dich. So. Mein Main-Fahrzeug ist der Ferrari. Oh, lol. 1,41. So. 1,36, okay. Das ist auch okay. So, jetzt gehen wir das mal Stück für Stück durch. Also das ist für mich, sage ich euch ganz ehrlich, das ist für mich Kaffeefahrt hier. Und ich sage euch auch gleich, warum das für mich Kaffeefahrt ist. Also das Auto, und dafür sind die Safe Presets ziemlich geil,
ist super, super ruhig. Also du hast in diesem Fall, das gilt nicht für alle Safety-Presets und auch nicht für alle Agro-Presets, aber sie sind ein guter Ausgangspunkt, um zu fahren. Also bevor ich jetzt immer irgendjemand sage, du brauchst ein Setup, man kann auch so fahren. Beim Porsche kann es ein bisschen schwierig werden und es gibt auch mal den ein oder anderen Ausreißer bei einem anderen, Auto, aber grundlegend sind das ganz gute Anhaltspunkte. So, wenn wir uns jetzt mal die Runde nehmen hier, dann gehen wir die mal langsam durch. So, gehen wir mal nach hier vorne. So, wenn wir jetzt mal, wir machen mal das HUD an. Und jetzt gehen wir mal auf den ersten Punkt ein, womit man schneller wird. Also unten die Bremse seht ihr ja, ne? So, wenn wir jetzt hier durchgehen, und zwar super, super langsam, achtet mal auf die Bremse unten. Also ihr seht, dass das meine Bremse geht jetzt schon ganz langsam durch. Ja, also wenn wir jetzt hier... Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Schlechtes Timing. So, wenn wir jetzt hier drauf losgehen, achtet mal auf die Bremseingaben. Und hier sieht man auch ganz klar, wir positionieren uns super, super weit. Also hier ist, kannst du ja testen. Du kriegst hier keine Verwarnung. Du kriegst hier keinen Cut. Du kannst dich also weit positionieren. Und weit bringt dir, dass du super viel Schwung mit in die Kurve nehmen kannst, weil dein Anfahrwinkel natürlich ein anderer ist, als wenn du jetzt beispielsweise hier fahren würdest. So, wenn wir jetzt dann mal in dem Fall auf die Bremse achten. Oh, kann man das nicht nach oben verschieben? So, wenn wir jetzt mal auf die Bremse achten, da sind wir bei der ersten Sache, die zum Schnellerwerden und auch beim Streckeleeren super wichtig ist. Trailbreaken. Wenn ihr eine Lotzelle habt. Alles andere könnte ein bisschen schwierig werden, gibt auch Leute, die das können. So, wir gehen langsam in die Bremse. Wir sind in der vollen Bremsleistung drin. Wir bremsen und bremsen und bremsen. Und wir gehen langsam runter. Ganz langsam gehen wir runter. So, was das macht. Es gibt da also das ist zumindest in meinem Kopf so eine Regel. Je weniger du bremst, desto mehr kannst du lenken. Wenn du viel bremst und viel lenkst, fliegt dein Auto weg. Wenn du wenig bremst und viel lenkst, fliegt dein Auto weg. Das heißt also, das ist immer so ein Spiel zwischen, wenn wir jetzt hier die Kurve zum Beispiel mal anfahren. Wir wollen ja jetzt so in die Kurve fahren. Ne? Also wir möchten so rein. Das heißt, die größte Bremsleistung haben wir auf einer Geraden. Das heißt, dein Auto steht gerade und du hämmerst volle Esse rein. 100% Bremse, null Lenkeingabe. Je weiter du von der Bremse runtergehst, desto mehr kannst du die Lenkung einschlagen. Das heißt also, wenn du dich in eine Kurve reinfallen lassen möchtest, musst du langsam von der Bremse runtergehen und du kannst dann immer mehr einlenken. Bis zu dem Punkt, an dem du das Auto nur noch laufen lässt, nur noch durch die Kurve laufen lässt. Für mich, und das könnt ihr bei Michel immer ganz gut mal beobachten, ist immer so ein gutes Indiz, wenn du von der Bremse runtergehst, gibst du wieder Gas. Also man trifft sich auch da dann in der Mitte, damit du so wenig wie möglich Downtime hast. Ist nur so eine Gedankenregel, trifft nicht auf alles zu, aber ist eine Gedankenregel. So, das heißt also, wir fahren jetzt hier, wenn wir uns da, geht das noch langsamer? Nee. Wir fahren jetzt also auf die Kurve zu und wir stellen das Auto gerade an auf den Bremspunkt. Da nichts mit einlenken, Gornisch, wir stellen das Ding gerade an. Und dann fangen wir an zu bremsen. Und dann hauen wir da voller Esse, hauen wir da rein. Da muss man aber auch aufpassen. ABS. Wenn du richtige, volle Esse durchtrittst, das merkt man immer bei Spar, bei Busstop zum Beispiel. Manche Menschen verbremsen sich da, weil sie so sehr reintreten, dass das ABS reinkickt. Und dementsprechend, dass der Bremsweg natürlich länger ist. Ne, weil die Reifen stottern und der Bremsweg wird dadurch länger. Das heißt also auch da, wenn man anfängt, Bremsen zu lernen, Bremse ist super wichtig, auch bei Track lernen, ganz valid, also wirklich ein sehr elementarer Punkt, niemals volle Rotze rein drücken, weil dann kommst du ins ABS und dann fängt die Reifen an zu blockieren und dein Bremsweg wird länger. Das heißt, du musst für dich ein Gefühl entdecken in deinem Fuß. Oder du musst mit deinem Hirn, musst am Anfang mit dem Fuß kommunizieren, wo
ist der richtige Druckpunkt. Deswegen sind zum Beispiel Lotzellpedale, also Lotzellbremsen, wo es um Druck geht und nicht um Weg, sehr, sehr gut, um Zeit zu gewinnen. Weil für den Körper ist es einfacher, sich Druck zu merken als Weg. Also wenn du jetzt beispielsweise in deine Logitech-Pedale reindrückst, hast du immer nur Weg. Trittst du aber in deine Fanatec-Pedale rein, hast du Druck. Ohne ABS leeren ist nicht so gut, weil dann blockiert dir der Reifen komplett und dann wirst du am Anfang wirklich sehr wenig Spaß haben. So, also nochmal, wenn wir jetzt auf die Kurve anfahren, Auto gerade, in der vollen Bremsleistung, dass wir voller Esse rindrücken können, nicht bis zum Ultimo durchtreten, damit das ABS nicht zu hart reinkickt, bis gar nicht. Und dann, wenn wir langsam einlenken wollen, ganz langsam von der Bremse runtergehen. So, das sieht man denn jetzt hier. Unten rechts ist die Eingabe, also hier direkt unter mir. Wir fangen an zu bremsen. Viel zu früh, by the way. Spielt aber erstmal keine Rolle. Wir schalten runter. Wir gehen in den dritten Gang. Den dritten Gang haben wir natürlich für uns selber rausgefunden über die Zeit, die wir gefahren sind. Ne? Also das sind die vorigen Runden, mit der wir Erfahrung gesammelt haben. Oder die wir uns bei einem anderen Fahrer abgeguckt haben. Je nachdem, welche Gänge der fährt. Und dann fahren wir langsam auf die Kurve zu. Und dann sieht man auch, wenn wir von der Bremse runtergehen, das Auto schiebt sich langsam in die Kurve. Das heißt, wir gehen von der Bremse runter und können das Auto rüberstellen. Gibt's auch noch eine kleine... Sag mal, willst du mich verkackeiern? Ich hab dich doch gerade runtergeschickt. Dazu werde ich euch nachher nochmal so einen kleinen Kniff oder Trick erklären. Kommt später, weil das wäre jetzt zu viel. Und das Auto, sehen wir ja, hat keine Bremse mehr und läuft von ganz alleine. Das Auto fährt von alleine gerade durch die Kurve. Es macht nichts. Es hat Ruhezeit. Du kannst es lenken. Du hast es angestellt. Das Auto rutscht nicht. Und es läuft von ganz alleine durch die Kurve. So. Jetzt siehst du, dass wir am Apex, man gibt nicht in jeder Kurve am Apex Gas, also gibt es unterschiedliche Kurven logischerweise. Kannst du hier an der Stelle dann wieder langsam anfangen, Gas zu geben. Hier musst du für dich, du und dein Fahrstil, musst du rausfinden, ab wann und wie aggressiv du hier reingehen kannst, weil du fährst übers Curb und dein Auto kann unruhig sein. Das musst du für dich selber dann auch rausfinden. Je aggressiver du fährst, desto mehr musst du am Auto arbeiten. Das erkläre ich euch aber auch gleich nochmal, wann das Auto wie mit euch spricht. Hier ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Man wurde sehr weit nach außen getragen. Das heißt also, wir kommen auf die nächste Kurve, kommen wir nicht so gut. Kann man hier für sich selber, wenn man sich sein Replay zum Beispiel ansieht, die Zeit ist okay-ish, aber hier kann man für sich selber rausfinden, ich bin ziemlich weit neben der Linie, vielleicht sollte ich das noch ein bisschen anpassen. So, aber wir fahren auf die nächste Kurve. Hier sieht man bei mir, ich fange wieder an zu bremsen, bereite also die nächste Kurve vor. Das Lenkrad steht gerade, damit das Auto nicht unruhig wird. Die Kurve ist übrigens richtig scheiße gefahren. Müssen wir gar nicht drüber reden, nehmt euch daran kein Beispiel. Wir gehen hier jetzt wieder von der Bremse. Lassen uns hier reinrollen. Nochmal super schlecht gefahren, ganz schlechter Anfahrwinkel, kein gutes Beispiel. Und dann gehen wir wieder mit Beschleunigung und gehen wir wieder raus. Das hat zur Folge, also wenn ihr zum Beispiel eine Kurve nicht vernünftig trefft, dann kann es auch gut passieren, dass ihr die nächste nicht trefft. Und das ist nämlich das nächste Beispiel. Also das ist die nächste Kurve, die wird 0,0, kann ich euch jetzt schon sagen, treffen wir die nicht. Kann mich an die Runde nicht erinnern, aber wir treffen die Kurve nicht. Und ich werde euch jetzt schon sagen, wir werden lupfen müssen. Weil wir nämlich zu weit ausgetragen werden und das heißt, wir sind für die nächste Kurve gar nicht bereit. Das ist aber auch wichtig, dass ihr diese Erfahrung macht und so fahrt, weil das kann euch im Zweikampf etwas bringen, weil ihr nämlich, oder Zwei- oder Dreikampf oder was auch immer, habt ihr diese Konstellation in euren Füßen und Händen und Augen, seid ihr das schon mal durchgegangen. Das heißt, wenn ihr so fahrt, ist das nicht schlimm. Es ist gut für euch, dass ihr es lernt. Mir hat das zum Beispiel sehr viel gebracht, dass ich manchmal weiß, wo ich reingehen kann und wo ich nicht reingehen kann und was ich nicht machen kann und was ich nicht machen kann. So. Das heißt also, wir fahren jetzt mal weiter. Oh, zwei Runden wäre ganz schön doll.
Müssen wir mal gucken, ob wir noch eine Episode mit Mavix dann zusammen machen. Dann haben wir jetzt schon eine Stunde gequatscht. Gut, machen wir weiter. Das könnte man wirklich noch in zwei Episoden machen. So, jetzt versuche ich das natürlich zu kompensieren, indem ich die Kurve noch enger fahre. Ihr seht auch gerade schon hier... Oh nein, du Lümmel. Ihr seht ja jetzt auch hier... Das ist doch falsch. Wir wollen doch hier hin. So, jetzt sehen wir hier... Das läuft schon scheiße. Und jetzt sehen wir, wenn ihr mal auf die Ideallinie achtet, die gegeben ist durch die Rennlinie, das können wir nie im Leben treffen. Never ever. Das kostet gerade so viel Zeit und wir gucken, wir lupfen jetzt. Also wir gehen von der vom Gas runter, damit wir die Kurve noch irgendwie in irgendeiner Form kriegen. So. Ich lasse das jetzt einfach mal weiterlaufen. Wir achten so ein bisschen auf die Bremseingaben. Jetzt haben wir wieder den nächsten Punkt da vorne. Der Wechsel zwischen Curb und Gras. Bremspunkt. Wir bereiten uns vor. Auto gerade hinstellen. Nicht Lenkeingaben, schalten, dies, das, Ananas. Alles vorbereiten. Und rinnen in die Bremse. Viel zu früh. Aber ist egal, ist das Setup. Wir wollen eine ruhige Runde haben. Ranbremsen und jetzt achtet mal darauf, wir gehen von der Bremse runter und wir lenken langsam ein. Also runtergehen von der Bremse, je weiter du von der Bremse bist, desto mehr kannst du einlenken. Und das ist halt Trailbreaken, das heißt nicht reinstiefeln, stehen lassen, lenken, sondern runterlenken, also runtergehen von der Bremse und langsam einlenken. Hier genau dasselbe, hier guckst du dann, dass du wieder... jetzt kannst du hier weiter einlenken, wieder Gas geben, dann gehst du ein bisschen runter. Das hast du jetzt natürlich durch die Erfahrung, die du gesammelt hast in den Runden davor, festgestellt, dass du ein bisschen das Auto abbremsen musst, dass es durchkommt. Dann kannst du hier wieder auf den Stempel gehen und dann positionierst du dich wieder für die nächste Kurve, gehst wieder ein bisschen nach außen, gibst Gas, schalte es rein, je nachdem, wie dein Auto das braucht. Das ist ja unterschiedlich. Und dann lenkst du ein. Bei mir ist es jetzt in dem Fall Lupfen. Ich nehme das Curb mit und dann fahre ich wieder raus. Also viele Dinge laufen auch einfach nur über Gasbremse und Motorbremse. Motorbremse dürft ihr auch immer nicht vergessen. Dadurch, dass der Motor ja in niedrige Drehzahlen geht oder versucht in niedrige Drehzahlen zu gehen wegen niedrigen Gängen, wird das Auto auch langsamer an der Stelle. Also das kommt, Motorbremse gibt es in einigen Kurven gibt es das auch. Aber es gibt so viele unterschiedliche Kurven und Konstellationen, das kannst du alles gar nicht so aufzählen. Das muss man dann immer für sich selber entdecken. So, wir gehen jetzt in die nächste. Ich spule einfach mal vor. Hier ist wieder genau dasselbe. Hier haben wir den Marker für uns selber visuell. Wir gehen in die Bremse, ist natürlich sehr, sehr früh. Wirklich sehr, sehr früh. Aber wir wollten auch einfach nur eine safe Runde haben. Hier ist wieder genau dasselbe. Das Auto fährt gerade runter, ist in der Bremse drin. Wir gehen jetzt langsam von der Bremse runter. Immer langsamer, 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 langsamer. Und wir gehen in die Kurve rein. Und lassen dann am Ende das Auto einfach reinfallen. Wir lassen das Auto einfach reinfallen, wir bleiben auf der Linie und dann fangen wir ab dem Apex, also da, wo du dich selber komfortabel fühlst, was deine Rennlinie hergibt, so wie du fährst, gibst du wieder Gas und gehst auf den Stempel. Und es hilft auch sehr, sehr viel, sich seine eigenen Sachen anzugucken, um die Fehler zu korrigieren, mit dem Basiswissen, was du dir angeeignet hast zum Rennfahren. Also seine Replays anschauen oder Replays von anderen ist sehr hilfreich. Hier ist wieder genau dasselbe. Hier darf man natürlich wieder nicht vergessen, das ist so eine sehr, sehr gute Kurve. Das ist das, was Boris vorhin nämlich meinte. Das Auto sollte hier gerade stehen beim Bremsvorgang. Also wenn du so eingelenkt bist und auf die Bremse trittst, wird dir dein Auto wegfliegen. Wenn du aber so anbremst und drauf zufährst, also wenn du jetzt sagen wir mal hier... so quasi anbremst, dann wird dir dein Auto nicht wegfliegen im Bremsen. Könnt ihr jetzt mal beobachten? Lenkrad ist gerade. Immer noch gerade.
gerade, Auto wird immer langsamer, es wird langsam angefangen einzulenken und wir gehen runter. Wir gehen runter von der Bremse, unten rechts kann man das sehen, wir gehen runter, wir lenken mehr, runter, bremsen uns quasi in die Kurve rein. Die Linie ist übrigens auch scheiße, weiß ich selber auch, die ist nicht perfekt. Ich fahre die Kurve so, weil ich mir das angewöhnt habe, ist aber auch kacke, kostet super viel Zeit und ist auch hier nicht perfekt gefahren. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil die Kurve ist wirklich super weitläufig. Und bei super weitläufigen Kurven ist es extrem wichtig, dass das Auto beim Bremsvorgang so steht. Weil sobald du anfängst, dein Auto zu bremsen, wenn du dein Lenkrad eingedreht hast, also so, und du hämmerst voll den Stempel rein, fliegt dir das Auto weg. Weil die Kräfte dein Auto quasi rumreißen und dich sozusagen wegschmeißen. Das heißt, beim Anbremsen ist immer das A und O. Der erste Bremsvorgang, wenn du richtig hart reinbremsen willst, ist gerade. Mit einer geraden Lenkung, in einer geraden Position, weil sonst fliegt das Auto weg. Und danach immer leicht nachkorrigieren mit weniger Bremsen und mehr Einlenken. Und das ist für ganz viele Leute am Anfang ganz, ganz schwer, diese Sache von Kopf und Fuß auseinanderzuhalten. Also, dass deine Füße genau das tun. Auch das Trailbraken, also langsam von der Bremse runtergehen, ist super, super schwer am Anfang. Da dürft ihr wirklich nicht verzagen. Deswegen wäre auch, und das ist auch das, was viele Leute mehr oder weniger empfehlen, sich am Anfang eine Bremse mit, am Anfang, wenn man was upgraden möchte, mit Lotsell zu holen. Weil auf der Bremse gewinnst du einfach Rennen. Also du gewinnst nicht beim Lenken Rennen, sondern auf der Bremse gewinnst du Rennen. Weil je später du bremsen kannst, je mehr du Trailbraken kannst, desto mehr kannst du das Auto reinziehen in die Kurve, desto später kannst du quasi reingehen auf die Bremse und du wirst viele Leute sozusagen ausstechen können. So, das ist ja alles gerade hier. Und hier ist genau, oh shit, das war zu schnell, entschuldige bitte. Hier ist genau dasselbe in grün. Du kommst jetzt, also das habe ich am Anfang zum Beispiel in Misano. Misano war eine der ersten Strecken, die ich gelernt habe. Habe ich das auch falsch gemacht? Ich habe hier angefangen zu bremsen. Hier. Und mir ist super oft das Auto ganz, 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 ganz unruhig geworden. Und ich musste immer so das Auto quasi wieder kontrollieren, weil das Heck ganz, ganz unruhig wird. Und an der Stelle habe ich irgendwann für mich rausgefunden, mit meiner Bremsleistung, dass ich ungefähr hier vorne ab dem weißen Strich anfangen kann zu bremsen, wenn das Auto gerade steht. So, hier seht ihr, wir lenken jetzt gerade ein. Wir fangen ganz langsam, also wir müssen dazu sagen, das ist eine sehr vorsichtige Runde. Fehlt auch ein bisschen Zeit, ne? Aber wir fahren gleich nochmal eine Schnelle. Und hier hast du halt die Möglichkeit, dass das Auto gerade steht. Lenkung ist gerade. Also wird das Auto auch nicht mehr unruhig und kann dir wegfliegen. So, bremst du also an. Hier hast du dann für dich rausgefunden, welchen Gang willst du fahren, wie schnell kannst du fahren. Ist ein bisschen Bauchgefühl. Man kann sich jetzt aber auch, macht Michel. Das Michel macht zum Beispiel sehr oft Kurvenspeed. An manchen Kurven nimmt Michel als Indikator die Geschwindigkeit der Kurve. Ich glaube, Basti fährt nicht nach Kurvengeschwindigkeit, sondern Kurvenausgang. Also wie viel du im Kurvenausgang die Geschwindigkeit hast. Den Indikator in der Kurve selber kann ich dir gar nicht sagen, habe ich wieder vergessen. Für mich sind immer Indikatoren, die ich nutze, sind Drehzahl, also Audio, die ich mir merke, wenn ich irgendwann mal schnell gefahren bin, wie ungefähr das Auto klingt zu dieser Zeit und die Gänge. Das sind meine Indikatoren. Kann falsch sein. Ist vielleicht auch falsch. Weiß ich nicht genau. Aber es reicht für Mittelfeldgeschwindigkeiten. Und hier ist so eine Kurve für mich. Ich weiß, wann ich im dritten Gang bin, wenn ich das höre. Das heißt, das ist meine Geschwindigkeit. Dann gehe ich runter und lasse ihn reinrollen. So. Und dann fällt das Auto hier rein. Dann geben wir natürlich Gas. Gleich. Genau, wir sind dann voll auf den Stempel drauf. Das Auto ist super ruhig und hält sich. Und dann haben wir hier gleich wieder genau dasselbe. Super früh gebremst. Das ist übrigens auch nicht gut geschaltet, weil wir nämlich direkt vom dritten runter in den zweiten, drinnen in den ersten.
Damit machst du dir in einem Endurance-Rennen irgendwann den Motor kaputt. Nicht ratsam. Lieber geschmeidig bleiben, als so runterschalten. Macht man manchmal im Affekt, wenn man gerade ein bisschen aufgebracht ist oder Auto irgendwie kontrollieren will, ist aber nicht so ratsam. Und dann haben wir hier genau wieder dasselbe Prinzip. Anbremsen, wir gehen langsam von der Bremse runter. Das Auto zieht sich rein. Das hier ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Kurve für super lange in die Kurve bremsen. Hier kannst du nämlich dadurch, dass du super, super lange anbremst, kannst du den Bremspunkt nach vorne setzen und kannst dich in die Kurve reinbremsen und reinziehen. Also es gibt manchmal Momente, da bremse ich bis hier vorne, bis das Auto richtig rumgezogen ist. Muss man sich aber auch ein bisschen, das sind so Dinge, da muss man sich ein bisschen rantasten und ranfühlen, wie weit man da gehen kann und was für dich okay ist. Also bei mir ist es so, ich kann mit dem Ferrari mittlerweile sehr viel später bremsen, weil ich ein gutes Gefühl dafür habe, wie lange ich durch das Trailbreaken das Auto noch rumkriege. So, jetzt fällt das Auto hier rein und dann können wir gleich wieder raus beschleunigen. Ist natürlich, muss man sagen, keine sehr, sehr krasse Runde. Ne? Ist nur demonstrativ für die Bremse jetzt gerade. So. Und dann haben wir jetzt hier in der Kurve haben wir auch gelernt, und das habe ich erst gestern gelernt, dass man diese Kurve hier vorne vollfahren kann. Das habe ich gestern gelernt. Ich bin nämlich vorher, habe ich mich immer falsch für die Kurve positioniert. Man kann sie aber, wenn man möchte, kann man sie vollfahren. Das Problem dabei mit dem Ferrari jetzt, ich weiß nicht, wie es mit anderen ist, ich rede jetzt nur über den Ferrari, dass du damit deine Hinterreifen kaputt machst, weil du schmeißt das Auto nämlich in die Kurve rein. Das heißt, du fährst jetzt hier nach ganz außen, nach hier, und dann wirfst du den rein, sodass das Heck ein bisschen slidet und rumkommt, und dann nimmst du die sehr, sehr eng und dann kannst du die voll beschleunigen und rausgehen. Ist aber nicht so ratsam auf Dauer, weil damit machst du dir die Reifen richtig kaputt. Also man kann noch ein Stück weiter rausfahren und dann wirfst du den Anker wirfst du einfach rein. Du kannst den zweiten Gang hier an der Stelle ein bisschen länger ausfahren, dass du nicht so viel Geschwindigkeit hast und dann rammelst du den rinnende Kurve und dann schmeißt du ihn da rum. Das sind aber alles so Mechaniken, die werdet ihr im Laufe der Zeit werdet ihr diese Mechaniken wahrscheinlich lernen. Wir werden bestimmt auch nochmal dann die nächste Episode mit Mavix machen. Vielleicht kommt Mavix jetzt auch gleich noch, dann können wir das gleich noch mit einwerfen. Oder wir machen dann nochmal eine Episode dazu, zu den Techniken. Mit dem Kurven reinwerfen zum Beispiel. Oder Gewichtsausgleich. Machen wir gleich. Ich muss meine Struktur im Kopf behalten. So, wir fahren jetzt also links wieder rüber über die Kurve. Wenn ihr die Möglichkeit habt, machen wir gleich. Das war zu schnell. Zu viel. Jetzt haben wir hier natürlich wieder für uns vorhin festgestellt, unser visueller Ankerpunkt ist dieser da vorne. Das heißt, das ist für uns der Indikator, da muss ich bremsen, da gehe ich volle Esse in die Eisenrinne. So, und dann haben wir wieder, wenn wir wieder auf die Bremse achten, wir treten rin, zu früh. Dann gehen wir runter von der Bremse und hier ist ein sehr schönes Beispiel. Runter von der Bremse und rin laufen lassen, das Auto. Reicht völlig zu. Kannst du auch im dritten Gang fahren. Ich persönlich bin zweiter Gang-Fan. Weil hier an der Stelle kannst du einfach von der Bremse runtergehen. Du brauchst nicht mehr bremsen. Und die Motorbremse macht den Rest. Und die Motorbremse bremst dich so weit runter, dass du ab dem Apex, also ab dem Scheitelpunkt, kannst du wieder raus beschleunigen. So. Und jetzt kommen wir mal zu... Jetzt kommen wir mal zu den Punkten des Schnellfahrens. Weil jetzt ist ja nur noch geradeaus fahren. Wenn ihr schneller werdet, habt ihr Indikatoren, also wenn ihr nicht einen Motion Rig habt, in eurem Lenkrad drin. Also ich würde mal sagen, dass man, bestätigt das mal bitte für bei einigen, die hier das T300 fahren, man merkt, wenn das Auto keinen Grip hat.
Du merkst, wenn das Auto keinen Grip hat, weil du hast keinen Widerstand mehr im Lenkrad drin. Und das ist der Punkt, an dem du dein Auto überfährst. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du Untersteuern hast, also deine Reifen stehen quer und du schiebst sie durch die Kurve, hast du in deinem Lenkrad wenig Widerstand. Man hört auch beim Fahren, wenn man untersteuert, man hört das Untersteuern beim Fahren, weil die Reifen natürlich logischerweise über den Asphalt schieben, sowohl hinten als auch vorne. Übersteuern ist genau dasselbe. Das heißt also, auch ohne DD, ich gehe auch davon aus, dass im T300 und aufwärts, werdet ihr merken, wenn das Auto mit euch spricht. Das heißt, wenn das Auto keinen Grip hat und du in dieser Kurve, weiß ich nicht, sagen wir mal, so voll einlenkst und du schiebst die Karre über die Vorderachse, überfährst du das Auto. Und damit wirst du auf Dauer A, deine Reifen schrotten und B, fährst du nicht wirklich eine gute und zärtliche Linie für dein Fahrzeug. Das heißt, wenn ihr anfangt zu fahren und ihr lernt das Fahren, versucht, so schnell wie möglich zu fahren, ohne Unter- und Übersteuern. Übersteuern kann oft ein Indiz dafür sein, dass ihr zu viel auf den Pinsel drückt, zu schnell. Dann fliegt euch das Auto weg. Mercedes zum Beispiel ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der ist im ersten Gang unfassbar aggressiv. Also das ist, glaube ich, der aggressivste erste Gang, den es gibt in ACC. Da drückst du auf den Stempel und der schiebt einfach wie ein LKW. Und da kannst du dann für dich selber, wenn ihr Übersteuern habt, zärtlicher am Gaspedal sein. Also reinmassieren und zärtlicher starten. Vielleicht ein bisschen mehr Traktionskontrolle. Bei der Traktionskontrolle muss man aber auch gleich wieder noch als Zusatzinformation sagen, je mehr TC ihr habt, desto mehr frisst er halt auch eure Leistung weg, desto weniger agil kommt ihr aus Kurven raus. Gutes Beispiel sind super enge Kurven. Wenn ihr super enge Kurven fahrt, ihr habt super hohe TC, kommt ihr einfach nicht in eine Pötte. Wenn ihr Untersteuern habt, seid ihr eventuell etwas zu schnell und wollt zu viel lenken. Das heißt, wenn ihr anfangt zu fahren, tastet euch immer schön an die Kurven ran und hört auf das Auto, was euch das sagt. Bis ihr das verankert habt und das nicht mehr der Fall ist oder das ausgleichen können. Also einmal untersteuern, einmal übersteuern ist immer, also es wird immer dabei sein. Du wirst aber lernen, damit umzugehen. Nur am Anfang bringt dir das nicht viel, wenn du dein Auto überfährst und dein Körper die wichtigen Informationen, die Basisinformationen noch nicht gespeichert hat, um schnell zu fahren. Twitch Prime ist. Je schneller du wirst, desto mehr wirst du dein Auto an die Grenze bringen. Aber dafür musst du und dein Auto dich erstmal kennenlernen. Versteht ihr, was ich meine? Und dann kannst du schneller werden. Jetzt nochmal zu dem Punkt, was ich vorhin gerade sagte. Wir werden auch gleich nochmal eine schnelle Runde fahren und das dann durchgehen. Wenn wir jetzt mal... jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren schon. Ich hab den Faden verloren. Ich hatte gerade noch einen wichtigen Punkt, den ich anbringen wollte. Sei es drum. Also wenn ihr anfangt zu fahren, dreht ein paar Runden ganz gemütlich, guckt euch Bremspunkte an. Denkt bitte daran, wenn ihr euch Bremspunkte beibringt, nicht jeder hat dieselben Bremspunkte. Jedes Auto bremst anders. Es gibt Menschen, die fahren Bremsballons so wie ich sehr weit hinten, dann gibt es Menschen, die fahren sie sehr weit vorne und das ist ein ganz großer Unterschied beim Bremsen. Sieht visuell nicht viel aus, ist aber ein großer Unterschied. Also sucht euch grobe Punkte und den Rest speichert ihr in euren Körper ab. Ihr seht den, Körper führt das aus. Findet für euch Linien raus, die ihr komfortabel fahren könnt. Immer Stück für Stück. Fahrt die Runden ganz gemütlich ab, sucht euch Punkte, fahrt schneller, fahrt wieder schneller und noch schneller, bis ihr für euch das Optimum gefunden habt und das in euren Körper gespeichert habt. Wenn ihr irgendwann stagniert,
kann man sich auch YouTube-Videos angucken oder einen Replay von einem anderen Fahrer. Ich zum Beispiel gucke mir sehr oft Replays von meinen Teamkollegen an, also von Xentrin, wenn der schneller fährt als ich, oder Mabix beispielsweise. Gibt es ein gutes Beispiel auf Paul Ricard. Auf Paul Ricard habe ich durch Mabix noch eine Sekunde rausgeholt, weil ich geguckt habe, was er für Eingaben macht. Und das ist auch das Einzige, was für euch relevant ist, auf die Eingaben zu gucken, was derjenige mit dem Auto für Eingaben tätigt. Manchmal könnt ihr das adaptieren, weil das euer Fahrstil ist, manchmal nicht. Denkt bitte daran, nicht jeder fährt gleich. Also Michel fährt ein Ferrari anders als ich. Xentrin fährt ein Mercedes anders als ich. Ava fährt ein Mercedes anders als ich. Und das sind so die großen Unterschiede und die groben Unterschiede, die ihr nicht vergessen dürft beim Lernen. Und niemand wird von Anfang an super schnell sein. Es gibt Naturtalente, das will ich gar nicht ausschließen, oder sehr schnell Lerner, aber es bedarf seine Zeit, weil dein Körper muss das auch lernen. Also hier geht's nicht, also es ist wie bei jedem anderen Computerspiel auch. Bei Shootern muss deine Hand und deine Augen müssen lernen, miteinander zu reden. Und hier ist das genau dasselbe. Also macht euch da nicht so viel Druck. Und Rundenzeiten sind schön und wichtig, aber konstant fahren ist am Anfang wichtiger, weil die Schnelligkeit kommt irgendwann dann von alleine mit dazu. Also macht euch selber dabei nicht so viel Druck, wenn ihr fahren lernt und Strecken durchgeht, und macht das mit Freude und habt da Spaß bei. Weil wenn ihr daran keine Freude habt und euch am Anfang sehr viel Stress macht, dass ihr unbedingt so schnell fahren wollt wie, weiß der Geier, Nils, also Naujux oder Michel oder sonstiges dergleichen, könnt ihr sehr schnell an eure Grenze stoßen und dann packt ihr das weg. Und wenn ihr das wegpackt irgendwann, dann wäre es schade, weil dann können wir dieses gemeinsame Hobby nicht frönen. So. Also so beginne ich, Strecken zu lernen. Hat dazu jetzt noch jemand eine Frage? Möchte dazu noch jemand eine Frage stellen? Willst du mich heiraten? Warum nicht? Du wolltest noch was zu Shortshiften erzählen. Ja. Also beispielsweise... Wartet kurz. Das machen wir jetzt schnell noch. Beispielsweise, wir fahren mal schnell rein. Wir sind jetzt natürlich sehr langsam. Sagen wir mal, wir fahren jetzt hier drauf zu. Und wir sind zu schnell und gehen voll aufs Gas. Dann kann man hier auch zum Beispiel shortshiften, damit das Auto, wenn du merkst, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt im Replay sehen können. Ich hoffe, es ist ein bisschen schwierig darzustellen. Wer jetzt hier mal kurz draufgehen. Wir gehen jetzt hier, warte, wir machen das halt mal kurz an. Wir gehen jetzt hier voller Esse aufs Gas. Dann merkt man. Dann merkt man gleich. So, wir gehen in den zweiten, in den ersten. Und dann stempeln wir gleich voller Esse drauf. Hier. Ich hoffe, man kann das sehen. Und man hat, okay, man sieht es ein bisschen. Achtet mal ein bisschen auf das Heck. Man sieht, dass das Heck kommen möchte. Weil Drehzahl ist super hoch und der will halt, der schiebt an der Stelle. Und dann kannst du damit die hohe Drehzahl einfach rausnehmen aus dem Auto. Das Auto kann sich sammeln, indem du shortshiftest. Also du kannst durch Shortshiften eine Gewichtsverlagerung hervorrufen. Achtet mal auf das Heck jetzt. Also der kommt gleich.
ihr seht, er schiebt so ein bisschen nach. Es ist jetzt nicht so ein sehr gutes Beispiel. Ich hoffe, ihr wisst visuell, was ich meine. Also er schiebt halt schon, er schiebt schon sehr hart hinten über die Hinterachse. Und genau, er möchte quer kommen. Und dadurch kannst du die Drehzahl rausnehmen, indem du Short-Shiftest und damit kriegst du das Auto zur Ruhe. Also Short-Shiften bedeutet zum Beispiel beim Ferrari, der schaltet, ist der optimale Schaltpunkt bei 7050 Umdrehungen. Das heißt, wenn du bei 7050 Umdrehungen bist, würdest du in den nächsten Gang gehen. Wenn dir das aber manchmal nicht passt und dein Auto sehr unruhig ist und nicht das macht, was es soll in gewissen Kurven, einfach hochschalten. Bei 5 oder 6. Und dann kommt er von unten raus und dann kann er sich nochmal ein bisschen sammeln und kommt wieder zur Ruhe und fängt sich. Das ist immer eine ganz gute Mechanik, wenn das Auto versucht auszubrechen oder sehr wild ist. Sagen wir mal, du hast dich auf der Bremse oder auf dem Gas, bist du ein bisschen zu wild unterwegs gewesen, warst du schnell drinne, einfach das Ding reinhauen als Gegenmaßnahme und dann kommt er wieder ein bisschen zur Ruhe. Das ist beim Bremsen übrigens genau dasselbe. Wenn du manchmal merkst, dass du, sagen wir mal, du hast müh zu spät gebremst und du siehst, du gehst ein bisschen über das Ziel hinaus. Kannst du bis runter in den ersten Gang beispielsweise donnern, dann hast du noch mehr Motorleistung, also noch mehr Bremsleistung aus dem Motor und dann kannst du einfach beim Rausbeschleunigen wieder in den zweiten reingehen. Oder sagen wir jetzt mal, wenn du, was ich vorhin sagte mit Mercedes, der Mercedes hat einen sehr aggressiven zweiten Gang und du willst den ersten Gang und du willst ihn nicht komplett ausdrehen, damit du in Ruhe aus der Kurve kommst mit ordentlich Zug, gehst einfach hoch in den zweiten Gang. Und dafür kannst du dann wieder Short-Shiften benutzen. Wir gehen mal kurz nochmal ein Beispiel durch für dieses extreme Runterschalten beim Bremsen und dann Short-Shiften. Sagen wir einfach mal, du würdest jetzt hier auf die Kurve zufahren. Und du merkst, dass du halt hier zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein bisschen spät gebremst. Dann gehst du bis runter in den ersten. Und dann gehst du hier rein. Und dann kannst du einfach wieder hochschalten. Und dann bleibt das Auto ganz entspannt. Und du kannst einfach wieder rausbeschleunigen. Und dazu benutzt du Short Shift. Super easy. Ganz, ganz einfach. Und das ist eine Mechanik, die wirst du auf Dauer oder auf die Distanz wirst du sie lernen. Und für dich wird das irgendwann auch eingehen oder wenn du das in dein Skillset aufgenommen hast, wirst du für dich selber feststellen, dass diese Mechanik irgendwann verankert ist. Also du merkst, dein Auto wird unruhig, du schaltest einfach einen Gang hoch oder runter, je nachdem, wie du es gerade baust.